Paulus, Jude mit Mission. Das ist der Titel für diese Seminarreihe. Ich freue mich, dass Sie oder ihr, ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Ich fange mal mit Sie an, mal gucken, wie sich das entwickelt über die Tage. Sich Zeit genommen haben für dieses intensive Seminar. Wir haben einiges vor uns, aber ich glaube, es lohnt sich. Es geht darum, tiefer einzusteigen in die Bibel anhand von einer Person. Es geht um Paulus und wie die Überschrift heißt, Jude mit Mission. Ein Schwerpunkt wird sein, dass wir uns Paulus anschauen, vor allen Dingen im Kontext der jüdischen Welt des Neuen Testamentes, also mit einem besonderen Blick. Es ist keine Generalvorstellung von Paulus, man könnte noch vieles andere über Paulus sagen, sondern es geht darum, dass wir einsteigen in die Welt des Neuen Testaments, vor allen Dingen in die jüdische Welt und fragen, was heißt das, dass Paulus ein Jude war? Und dann der zweite Punkt, ein Jude mit Mission, das ist so ein bisschen der Ausblick, weil Paulus natürlich nicht einfach ein Jude wie jeder andere war, sondern einer, der sich auch unterschieden hat von vielen Juden seiner Zeit, der etwas Neues gestartet hatte, der mit einer Mission unterwegs war. Und das ist die zweite Frage, die wir dann stellen. Was war denn das Besondere an Paulus? Was hat ihn denn auch unterschieden vom Judentum seiner Zeit? Was war seine besondere Mission? Ich bin gebeten worden, mich kurz am Anfang auch vorzustellen. Mein Name ist Guido Baltes. Ich komme aus Marburg. Wir hatten eben die Runde, was sind die schönen Orte. Also in Marburg kann ich besonders ein wunderschönes Schloss empfehlen auf dem Berg, wo vor allen Dingen Martin Luther auch schon mal war für eine ganz wichtige Unterredung über das Abendmahl. Und von da hat man einen schönen Ausblick. Und der zweite wunderschöne Ort ist natürlich das MBS Bibelseminar in Marburg. Das hat mit meiner Person zu tun. Ich bin da Dozent für Neues Testament. Und das ist auch der Hintergrund, aus dem ich so erzähle. Vieles von dem, was wir hier diesen Wochenende besprechen, sind auch bei uns Unterrichtsinhalte. Und insofern haben Sie die Chance, jetzt ein bisschen aktiv ins Bibelschulleben einzusteigen. Und das ist ja auch mal eine gute Gelegenheit. Ich bin verheiratet, meine Frau heißt Steffi. Wir sind beide evangelische Pfarrer der evangelischen Kirche und arbeiten aber eben in anderen Berufen. Ich als Dozent und meine Frau ist zur Hälfte in der Gemeinde unterwegs. Wir gehören zum Christustreffen in Marburg und da ist sie auch so als geistliche Begleiterin für Hauskreise und Mitarbeiter und so zuständig. Und mit der anderen Hälfte ist sie Lektorin in einem Verlag und verlegt Bücher und unter anderem auch manche der Bücher haben wir hinten auf dem Büchertisch über das Thema dieses Wochenendes. Warum mich dieses Thema besonders interessiert, das hat auch mit meiner Biografie zu tun. Ich habe, wie gesagt, Theologie studiert. Da lernt man ja unheimlich viel über die Bibel. Man lernt auch, die Bibel in ihrem historischen Kontext zu lesen. Und nach dem Abschluss meiner Pfarrerausbildung sind wir, meine Frau und ich, zusammen für ein Jahr nach Israel gegangen. Und zwar hatten wir damals als Gemeinde das Angebot bekommen, in Israel ein kleines Pilgerhaus zu übernehmen. Ich habe mal Bilder mitgebracht. Das ist das sogenannte Johanniter Ordenshospiz in der Altstadt von Jerusalem an der 8. Station der Via Dolorosa. Das gibt es schon relativ lange. Dieses Bild ist von 1860 ungefähr. Und so sieht es heute aus. Ist gar nicht so anders. Steht immer noch in Deutsch Johanniter Ordenshospiz drüber. Das hat der König von Preußen seinerzeit als eine Herberge und Anlaufstätte für wandernde deutsche Handwerksburschen im Heiligen Land eingerichtet. Und das ist im Grunde das, was bis heute da passiert. Wir haben ein Team aus unserer Gemeinde, immer dort wohnen. Und wer da so vorbeiwandert, der kann klingeln, der kriegt einen Kaffee oder was zu trinken und ein Gespräch. Und wenn, das ist auch eine kleine Kapelle. Ich habe hier mal so, das ist so die Innenhöfe dort. Wir haben Gästezimmer, man kann sogar auch übernachten, wenn man möchte. Das ist unsere kleine Hauskapelle, da kann man sich reinsetzen und beten. Wir haben einmal in der Woche einen offenen Bibelabend, wo wir Referenten einladen. Und da kommen viele junge Leute, die so im Land arbeiten und unterwegs sind, zu interessanten Vorträgen. Und dann essen wir alle zusammen morgens und frühstücken, alle, die im Haus wohnen, und reden über unsere Erfahrungen mit dem Land. Also jetzt natürlich nicht mehr, ich bin jetzt ja wieder hier. Aber das ist so der Hintergrund. Dort haben wir dann später 6 Jahre noch gelebt und gearbeitet und haben so die Bibel an dem Ort erlebt, wo sie passiert ist.
Und in einem Umfeld, wo das Haus liegt im arabischen Teil von Jerusalem, aber das Land ist ja doch auch sehr geprägt vom Judentum. Und so ist es für mich sehr überraschend gewesen, nach dem ganzen Studium zu merken, wie wenig ich doch weiß über die jüdische Welt der Bibel. Also wir hatten zwar die ganzen Bücher und wir haben viele dicke alte Bücher über das Judentum gelesen, aber es ist nochmal was anderes, wenn man es lebendig erlebt. Und ich habe gemerkt, dass ich an ganz, ganz vielen Stellen Missverständnisse hatte, falsche Ideen darüber, was Juden glauben, wie Juden leben. Und dass diese Missverständnisse dann dazu geführt haben, dass ich auch meine Bibel falsch gelesen habe. Und dass ich viele Sachen auch gepredigt habe, die, wo ich gedacht habe, das stimmt ja gar nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz oft, wenn ich predige als Pfarrer oder als Christ auch erzähle, und ich formuliere eine Botschaft von der Bibel her, dass das sehr oft passiert, unbewusst, in Abgrenzung gegenüber den Juden. Also wir kennen das alle, man hat einen Bibeltext und da wird was erzählt von Jesus und dann fängt der Prediger an und sagt, bei den Juden war das ja damals so. Und dann wird erstmal erzählt, was die Juden so glaubten und dann kommt der große Sprung und dann wird erzählt, warum Jesus oder Paulus eben ganz anders waren. Weil wir irgendwie davon leben, dass wir sagen, wir müssen doch anders sein, sonst bräuchte es ja das Christentum nicht. Und ich habe gemerkt, dass beides nicht immer richtig ist. Sowohl meine Darstellung von dem, was Juden glauben, als auch meine Darstellung von dem, was bei uns Christen anders ist. Und da habe ich dann angefangen, mich mit zu beschäftigen. Und daraus sind die zwei Bücher entstanden. Eins über Jesus, den Juden. Da haben wir letztes Jahr hier schon ein Wochenendseminar gemacht. Und jetzt eins eben über Paulus und das Judentum. Paulus, Jude mit Mission. Es ist interessant, dass viele Leute mich, als ich das Jesusbuch geschrieben hatte, Jesus der Jude, gesagt haben, ja, das verstehen wir, dass Jesus ein Jude war, das ist auch heutzutage einigermaßen anerkannt, da können wir mit leben, aber spätestens bei Paulus hört es doch auf. Wir werden das gleich sehen noch, dass das eine ganz verbreitete Denkart ist und das hat mich herausgefordert. Das wollen wir uns doch mal angucken. Vielleicht ist es ja bei Paulus genauso. Fällt mir gerade noch ein schöner Witz ein. Wir hatten dort oft so Begegnungen, christlich-jüdischen Dialog, wo Rabbis und Pfarrer und Professoren zusammenkamen von beiden Seiten. Und da trat mal ein katholischer Professor vorne ans Rednerpult, nachdem sein jüdischer Vorredner also über Jesus den Juden geredet hatte. Und dann hat der katholische Professor gesagt, ja, wir haben ja alle jetzt dazugelernt, das ist uns ein bisschen schwer gefallen, als Katholiken zu lernen, dass Jesus ein Jude war. Aber wir trösten uns wenigstens damit, dass wenigstens seine Mutter Maria eine gute Katholikin war. Gut, also Maria geht's jetzt hier nicht, aber wie ist es mit Paulus? Was war Paulus? Paulus ist ja so manchmal der Urvater der Lutheraner und der Evangelischen. Ja? Da denken wir, das ist so unser. Das schauen wir uns noch an. Vielleicht noch zur Einleitung drei Gedanken, warum glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns den jüdischen Hintergrund anschauen. Ein bisschen was ist aus meiner Biografie vielleicht schon deutlich geworden, aber drei Punkte noch mal kurz genannt. Der erste Punkt, und das ist jetzt noch nicht auf dem Zettel, das ist noch die Vorrede. Der erste Punkt ist, weil ich glaube, dass es gut ist, die Bibel, die ganze Bibel, in ihrem ursprünglichen historischen Kontext zu lesen. Wir können die Bibel nur verstehen, wenn wir sie aus ihrer Welt heraus verstehen. Und wenn wir sie verstehen wollen, dann müssen wir uns auf die Reise machen in eine fremde Welt. Das ist halt nicht unsere Welt. Ja, man kann sich das ein bisschen an einem Bild deutlich machen, wenn man einen Menschen heute kennenlernen möchte. So hier, wir lernen uns hier kennen und dann sitzt man so am Tisch und dann redet man, wo kommst du denn so her und wer bist du? Und dann erzählt man ein bisschen was davon. Aber wenn ich sie richtig kennenlernen wollen würde, dann müsste ich mit ihnen mal nach Hause kommen. Ja, so in ihre Wohnung und dann würde ich ganz vieles sehen, welche Bücher da im Regal stehen, wie die Wohnung dekoriert ist, was an den Wänden hängt. Ja, dann würde ich ganz viel, schon ohne dass wir darüber reden, würde ich ganz viel verstehen über ihr Leben und über die Art zu denken. Welche Platten da im Regal stehen, wenn es noch Platten sind, das ist so bei unserer Altersgruppe noch Platten. Ja. Bei Teenie-Zimmern, Kinderzimmern, welche Poster an der Wand hängen. Das sagt ganz viel über uns aus, ohne dass wir es erklären müssen. Ja, und auch die Gemeinde, wenn ich dann mit ihnen in eine Gemeinde gehen würde. Und dann würde ich ganz viel schon verstehen, wenn ich nur höre, welche Lieder da gesungen werden oder welche Musik da gemacht wird.
Ja, also unsere Welt spricht ganz viel über uns, was wir mit Worten gar nicht beschreiben können. Und so ist es auch mit dem Neuen Testament. Ja, wir haben die Worte von Jesus und von Paulus aufgeschrieben, aber in diesen Worten schwingt natürlich ganz viel mit von der Welt, in der sie gelebt haben. Und wir müssen diese Welt verstehen, um die Worte verstehen zu können. Und das gilt für die ganze Bibel, das gilt für die Welt von Abraham, für die Welt von David. Das ist wichtig, dass wir die Bibel als historisches Buch lesen. Ich weiß, dass als ich jung war, also wenn wir zurückgehen in die 60er, 70er Jahre, da gab es die große Diskussion über die historisch-kritische Lesart der Bibel. Weil an den Universitäten war das gerade die große Methode, wir müssen die Bibel historisch und kritisch lesen. Und das führte dann oft dazu, dass man sie so in die Geschichte verbannt hat, dass sie für heute nichts mehr zu sagen hatte. Ja, dass man dachte, das ist ein staubiges altes Buch, das von fernen Zeiten redet und das ist so auf Distanz, dass wir damit nichts mehr anfangen können. Deswegen war man damals sehr skeptisch gegenüber dieser historischen Bibelforschung, weil man gesagt hat, die Bibel muss doch für heute sprechen. Ich glaube, dass das heute nicht mehr unser Gegenüber ist oder unsere Gefahr. Ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, in der die Gefahr auf der anderen Seite ist. Dass wir die Bibel so sehr in unsere Zeit und unsere Kultur hineingeholt haben und das predigen, was wir heute gut finden und was wir heute richtig finden, ohne nochmal zu gucken, ob das wirklich auch das ist, was in der Bibel drinsteht. Und wir haben ganz viele Bilder im Internet vom jeans-tragenden Jesus und vom Cabrio-fahrenden Paulus. Und man stellt sich Jesus und Paulus so vor wie so Eventpastoren auf großen Bühnen mit bunten Lichtern, weil das ist die Art, wie wir heute Gemeinde oft erleben. Und wir haben sozusagen die Bibel sehr in unsere moderne Zeit hinein transferiert. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es deswegen so wichtig, dass wir dann doch wieder lernen, historisch zu lesen. Ja, und ein bisschen zurücktreten und unsere Zeit mal angucken aus dieser Entfernung und sagen, ist das, was wir da predigen und was gut klingt für uns und was gut in unsere Zeit passt, wirklich noch das, was Jesus und Paulus gesagt haben? Und dazu müssen wir diesen Sprung in die Geschichte machen. Also ist der erste Grund, die Bibel ist ein historisches Buch. Der zweite Grund hat was mit dem Judentum zu tun. Wir wissen das alle, dass wir eine problematische Geschichte mit dem Judentum haben, als Christen und als Deutsche. Ich habe mal das Bild hier mitgebracht, das Bild ist mir begegnet in Jerusalem in der Ausstellung des Museums Yad Vashem. Da gibt es diese Holocaust-Gedenkstätte. Früher hing das dort, das ist jetzt in der neuen Ausstellung nicht mehr da. Die Abbildung von einem Dorf. Am Dorfeingang ist ein gekreuzigter Jesus, wie das so in vielen Dörfern üblich ist. Und daneben das Bild, Juden sind hier nicht erwünscht. Ein Bild aus der Zeit des Nationalsozialismus, das mich sehr angesprochen hat, weil ich gemerkt habe, dass diesen Widerspruch, der in diesem Bild steckt, hat man damals gar nicht bemerkt. Es ist einem gar nicht klar geworden, dass der Jesus, an den wir glauben, ein Jude ist. Und wir haben eben eine dunkle und getrübte Geschichte als Christen, die schon lange vor das Dritte Reich zurückreicht. Eine Geschichte der Judenfeindschaft und dann noch besonders als Deutsche die Geschichte der Judenverfolgung und Vernichtung. Und das heißt, dass wir gerade die Welt von Jesus und Paulus, die ja Juden waren, mit einer besonders verzerrten Brille anschauen. Also die Missverständnisse sind wahrscheinlich besonders groß, wenn wir an die jüdische Welt des Neuen Testaments denken. Das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Und deswegen ist sozusagen dieses Thema Jesus der Jude auch wichtig. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist, hat aber auch mit dem ersten zu tun, dass unsere Botschaft für heute, das habe ich eben schon gesagt, die Botschaft, die wir heute als Christen glauben und verkündigen, unser Evangelium, hängt ganz eng davon ab, wie wir das Judentum verstehen. Also wenn wir das Judentum richtig verstehen, dann kommt auch ein richtiges Evangelium raus. Wenn wir das Judentum missverstehen, dann kommt vermutlich auch ein falsches Evangelium raus, weil wir eben immer unser Evangelium in Abgrenzung zum Judentum formulieren. Und deswegen brauchen wir sozusagen diese Beschäftigung mit Paulus und dem Judentum, auch um zu klären, was wir heute verkündigen und was wir heute glauben wollen.
Also, ich hoffe, das hat Ihnen Lust gemacht und Interesse, sich auf dieses Thema einzulassen. Und jetzt steigen wir mal ein. Ich möchte heute Abend im ersten Vortrag einen kleinen Blick tun in die Geschichte, wie sich das Bild von Paulus verändert hat. Und da sehen wir, wie sehr die Art, wie wir Bibel lesen, durch unsere Brille der Zeit geprägt ist. Und da hat sich einiges getan in den letzten 100, 150 Jahren. Und das möchte ich am Anfang mal ein bisschen vorstellen. Ich habe ein paar Namen auf den Zettel geschrieben. Das sind alles wichtige jüdische und christliche Forscher. Historiker, Bibelforscher, Philosophen. Und wenn man sich mal anschaut, was haben die eigentlich über Paulus gesagt, dann merkt man, wie erstaunlich sich das geändert hat. Fangen wir mal an mit Heinrich Kretz. Heinrich Kretz war der wichtigste jüdische Historiker im 19. Jahrhundert. Als man so anfing, mit der historischen Forschung und überhaupt auch das Judentum in Deutschland so mehr an die Universitäten kam und auch öffentlich sich an der Forschung beteiligt hat, hat Heinrich Kretz eine lange Geschichte des Judentums geschrieben, angefangen von Abraham, glaube ich, bis in die Moderne hinein. Um auch zu zeigen, wo kommen wir her als Juden, wie kam es, dass wir hier nach Deutschland gekommen sind und so. Und in dieser Geschichte musste er natürlich irgendwann auch Jesus und Paulus, an Jesus und Paulus vorbei. Er hat das erstmal sehr, sehr kurz nur gemacht, mit wenigen Sätzen, weil er befürchten musste, wenn er was Falsches sagt über Jesus oder Paulus als Jude, dann hat er vielleicht schon Verfolgung zu befürchten. Und deswegen ist er in der ersten Ausgabe, sind die beiden nur sehr kurz erwähnt, aber er hat dann später eine erweiterte Ausgabe rausgegeben, weil man ihn gebeten hat, doch ein bisschen mehr zu sagen als Jude über Jesus und über Paulus. Über Jesus hat er dann im Grunde gesagt, dass er sagte, für mich als jüdischen Historiker ist Jesus ein Jude, wie er im Bilderbuch steht. Ein Jude, der Jude gewesen und geblieben ist, der sich um die etwas Randständigen gekümmert hat, aber das Judentum nicht verlassen hat. Anders ist es bei Paulus. Und da habe ich jetzt mal ein Zitat mitgebracht von Heinrich Kretz. Dass wir noch ein Bild von ihm sehen, haben wir dieses hier. So sah er aus. Hier ist das Zitat. Er schreibt über Paulus, schwach an Körper und kränklich, verband er damit eine Zähigkeit, die vor keinem Hindernis zurückwich. Reizbar und heftig an Seelenstimmung war er maßlos, einseitig, eckig, beharrlich und verfolgungssüchtig. Bis hierhin können heute, wenn man heute Leute über Paulus fragt, ist das immer noch ein Bild von Paulus. Paulus gilt so ein bisschen als Dickkopf und Querkopf. Er hatte nur geringe Kenntnis vom jüdischen Schrifttum und kannte die Heilige Schrift nur aus der griechischen Übersetzung. Paulus ging aber geradezu darauf aus, die Fäden zu zerreißen, welche die Christuslehre mit dem Judentum verknüpfte. Paulus fasste daher das Christentum als völligen Gegensatz zum Judentum auf. Ja, also das ist das erste fassbare Bild von Paulus, was wir haben aus jüdischer Sicht. Ein Paulus, der die Fäden zerreißt mit dem Judentum, weil er so streitsüchtig ist und weil er eigentlich auch keine Ahnung hatte vom jüdischen Schrifttum, wie es da heißt. Ein christlicher Theologe zu der Zeit, William Wrede, hat die erste große Paulus-Biografie geschrieben und er sagt über Paulus, er hat den Jesusglauben nicht nur über die Enge des Judentums hinausgehoben, sondern vom Judentum selbst losgerissen. Und damit der christlichen Gemeinschaft erst das Selbstbewusstsein einer neuen Religion gegeben. Ja, also wir sehen hier eine ähnliche Gedanken. Das sind auch alles Begriffe, die werden uns dieses Wochenende beschäftigen. Eine neue Religion, also sind Christentum und Judentum unterschiedliche Religionen? Wann beginnt das Christentum? Das ist eine spannende Frage. Julius Wellhausen war auch ein wichtiger Bibelforscher. Er hat ein Buch über das Neue Testament geschrieben und am Ende dieses Buches fasst er die Botschaft von Jesus auch zusammen. Und er sagt einen bemerkenswerten Satz für damals. Er schreibt nämlich, Jesus war kein Christ, sondern ein Jude. Ja, heute ein bisschen selbstverständlich, damals war er der Erste, der es gesagt hat. Alle vorher haben immer nur gesagt, Jesus war ein geborener Jude.
Ja? Aber dann natürlich nicht mehr. Man fragt sich immer, was ist denn Jesus dann später gewesen? Also wann ist er denn Christ geworden? Das passt ja auch irgendwie nicht. Aber Wellhausen sagt, also Jesus war ein Jude. Spannend ist aber, wie der Satz weitergeht. Da merkt man dann doch, dass die Zeit anders ist. Er schreibt nämlich, man darf das Nicht-Jüdische in ihm, das Menschliche, für charakteristischer halten als das Jüdische. Da muss man kurz drüber nachdenken. Und dann merkt man, was er da sagt, ist, ja, Jesus war schon ein Jude, aber eigentlich war er schon etwas mehr Mensch als Jude. Ja? Also das Menschliche war typischer als das Jüdische. Das ist schon ein erstaunlicher Satz. Und jetzt geht es eben weiter über Paulus. Es geht nochmal am Anfang um Jesus. Man kann sich nicht wundern, dass es den Juden so vorkam, als wollte Jesus die Grundlagen ihrer Religion zerstören. Jesus die Grundlagen der jüdischen Religion zerstören. Seine Absicht war das freilich nicht. Er war nur zu den Juden gesandt und wollte innerhalb des Judentums bleiben. Das ist Jesus. Jetzt kommt Paulus. Der Schnitt erfolgte erst durch die Kreuzigung und praktisch erst durch Paulus. Er lag aber in der Konsequenz von Jesu eigener Lehre und seinem eigenen Verhalten. Hier ist so eine Grundidee da. Jesus war Jude und wollte Jude bleiben. Aber eigentlich, wenn man seine Lehre konsequent durchdenkt, dann muss man sich vom Judentum lösen. Und Paulus hat es dann auch konsequent getan. Adolf von Harnack, einer der berühmtesten Kirchengeschichtler der Zeit und Berater des Kaisers, Theologieprofessor in Berlin, schreibt, Paulus zertrümmerte mit dem Kreuz die Religion Israels. Ja, also man muss dann manchmal ein bisschen hindern, wie die Sprache ist. Das sind die großen Theologen, also die habe ich alle noch als Vorbilder studiert. Das ist jetzt nicht die dunkle Phase Deutschlands, das sind die immer noch die bedeutendsten Theologen ihrer Zeit. Jetzt mal wieder eine jüdische Stimme, Josef Klausner. Josef Klausner war Professor für Judentum und, Moment, das war jetzt nicht richtig, Professor für Judentum und dann auch frühes Christentum an der neu gegründeten Hebräischen Universität in Jerusalem. Noch bevor der Staat Israel gegründet wurde, gab es eine hebräische Universität, damals noch britisch besetzten Palästina. Und Josef Klausner lehrte dort und schrieb als erster ein Jesusbuch und ein Paulusbuch auf Hebräisch für israelische oder für jüdische Leser in Palästina. Das war auch damals eine Sensation. Zum ersten Mal außerhalb der Fänge der deutschen Zensur, ja, im Ausland, auf Hebräisch für ein breiteres Publikum zugänglich, ein Paulusbuch. Und dann schreibt er am Ende seines Paulusbuches, ohne Jesus hätte es weder Paulus noch das Nazarenertum gegeben. Nazarenertum nennt er so das die Anfänge des Christentums. Auf Hebräisch heißen Christen bis heute Nozrim, also die Nazarener. Ja? Kann man im Deutschen nicht so gut übersetzen. Aber ohne Paulus hätte es kein Weltchristentum gegeben. In diesem Sinne ist nicht Jesus der Stifter des Christentums, wie das die allgemein verbreitete Ansicht unter den Völkern ist, sondern Paulus, der Heidenapostel. Also Paulus, der Gründer oder Stifter des Christentums. Martin Buber ist sicher auch vielen bekannt, der große jüdische Philosoph in Deutschland. Der hat eine kleine Schrift geschrieben, die heißt Zwei Glaubensweisen. Zwei Glaubensweisen, die ist bis heute sehr grundlegend auch für den christlich-jüdischen Dialog. Und in dem versucht er zu erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Judentum und Christentum. Er sagt, es sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Weisen, an Gott zu glauben. Und das hängt damit zusammen, dass das Alte Testament und das Neue Testament zwei unterschiedliche Worte für Glauben verwenden. Das Alte Testament ist ja bekanntlich auf Hebräisch geschrieben. Und im Hebräischen gibt es das Wort Emunah für Glauben. Emunah. Und das ist eben so etwas, wie sagt Buber, ein Vertrauen, also eine zwischenmenschliche Größe, Gott gegenüber auch sozusagen ein Beziehungsbegriff. Emunah heißt sich auf Gott verlassen, Gott vertrauen. Und das, diesen Glaubensbegriff nennt er den jüdischen Glaubensbegriff. Emunah, den sieht er auch bei Jesus. Er sagt also, Jesus hat die Emunah verkündigt. Anders Paulus. Paulus ist Repräsentant des Christentums. Das Christentum spricht Griechisch und das hat den Begriff
Pistis, der klingt schon ganz anders als Emuna. Ja. Pistis, und Buber sagt, Pistis ist das Fürwahrhalten von Dogmen. Kein Beziehungsbegriff, sondern ein harter Wahrheitsbegriff. Und damit hat sozusagen Paulus die neue Religion geschaffen, indem er diesen neuen griechischen Glaubensbegriff eingeführt hat. Und Buber sagt, das ist der Grund, warum wir heute zwei Religionen haben. Die einen haben die Emuna, das Gottvertrauen, die Beziehung zu Gott, das, was Jesus lehrte. Und die anderen haben die Pistis, das, was Paulus lehrte. Ob das so ist, müssen wir uns noch anschauen. Das waren ein paar ältere Stimmen, aber man kann das auch in die Gegenwart hineinziehen. Ich habe noch ein relativ modernes Buch von einem jüdischen Gelehrten aus England, inzwischen verstorben vor ein paar Jahren. Das ist aber nicht das richtige Bild. Das ist aber richtig. Ich weiß gar nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Chaim Maccabee. Kommt von den alten Makkabäern aus der Bibel. Und er hat ein Buch geschrieben, The Mythmaker, übersetzt worden 2007, Der Mythenschmied, Paulus und die Erfindung des Christentums. Und da merkt man schon, ja, da ist es noch mal ein bisschen härter. Und er versucht zu erzählen, wie Paulus, der aus der griechischen Welt kam, geprägt durch griechische Göttergeschichten, aus dem Prediger Jesus einen griechischen Gott gemacht hat und so das Christentum erfunden hat. Das ist eine moderne jüdische Sicht und jetzt noch eine moderne christliche Sicht. Gerd Lüdemann, auch ein bekannter Autor, christlich insofern, als er lange Zeit Professor für Neues Testament war an der Universität in Göttingen, dort auch für die Pfarrer- und Religionslehrerausbildung zuständig, bis seine Bücher immer kritischer wurden gegenüber dem christlichen Glauben. Und er dann irgendwann gesagt hat, also ich glaube auch nicht an die Auferstehung und vieles andere nicht, was im Neuen Testament steht. Und darauf hat die Kirche gesagt, also das ist komisch, wenn so jemand unsere Pfarrer ausbildet, und haben ihm sozusagen man kann das nicht so sagen, die Lehrerlaubnis entzogen, aber haben gesagt, wir erkennen ihn nicht mehr an als Professor für Theologie. Und daraufhin hat die Uni gesagt, wir lassen uns aber von der Kirche auch nicht vorschreiben, was unsere Professoren lehren. Deswegen haben sie seinen Lehrstuhl umbenannt in Professor für, antike Literaturgeschichte des Christentums. Ja, so. Das ist also das gleiche Neues Testament. Ne? Aber jetzt ist er eben bewusst sozusagen ein sehr starker Kritiker des Christentums. Und er schreibt über Paulus, die christliche Kirche verdankt diesem jüdischen Mann aus Tarsus fast alles. Er ist der wahre Gründer des Christentums. Dabei versetzt er die Religion Jesu, so wie er sie missverstand, auf heidnisches Territorium und bewirkte, ohne es wirklich zu wollen, die andauernde Trennung von Kirche und Israel. Er war gewiss eine wahrhaft große Gestalt im Christentum, ja, ihr Gründer. Aber die bis heute vertretene Auffassung, seine Briefe enthielten Gottes Wort, ist ein trauriger Verrat an der Vernunft und eine Flucht vor dem Leben. Ja, also harte Vorwürfe. Ich weiß, wir sind alle hier, um in diesen Tagen ein bisschen in die Bibel einzusteigen, uns von der Bibel ermutigen zu lassen. Aber ich starte mal mit diesen Vorwürfen gegenüber Paulus, weil wir dann wissen, warum wir uns so intensiv damit beschäftigen, zu gucken, was ist denn dran an diesen Vorwürfen. Es ist nämlich so, dass diese Sicht des Paulus, das ist so die traditionelle Paulus-Sicht, man nennt es heute die alte Paulus-Perspektive oder traditionelle Paulus-Perspektive, weil man ja immer mit verschiedenen Perspektiven auf eine Person oder auf einen Bibeltext schauen kann. Und jetzt habe ich mal die traditionelle Perspektive vorgestellt, weil es gibt inzwischen so etwas wie eine neue Perspektive zu Paulus. Und die ist in der Forschung, in der Paulus-Forschung, auch an den Universitäten inzwischen verbreitet. Ich glaube, dass ein Teil dieser neuen Sicht auf Paulus, nämlich dass er ein Jude ist und war und blieb, das ist fast weltweit inzwischen Standard anerkannt. Es gibt ein paar Aspekte dieser sogenannten neuen Paulus-Perspektive, die sind in Deutschland noch ein bisschen umstritten, sind eher in England und in Amerika verbreitet. Ich versuche das mal in Kürze zu erklären. Vielleicht können wir anfangen mit Leo Beck. Der ist ja auch sehr bekannt, das war einer der Vertreter des liberalen Judentums in Deutschland. Wir haben immer noch das Leo Beck-Institut.
er schreibt schon relativ früh auf Jesus, Paulus hat auf der einen Seite seine Freiheit und Unabhängigkeit vom Judentum verkündet, aber auf der anderen Seite festgehalten am Forschen in diesem Judentum und an der jüdischen Denkweise und der jüdischen Lehrart. Er hat so tief im Judentum gelebt, dass er seelisch und geistig niemals von ihm freigekommen ist. Also hier hören wir sowas wie, Paulus wollte eigentlich sich lösen vom Judentum, hat es aber nicht wirklich geschafft. Das ist also Leo Beck. Shalom ben Churin, etwas später, in den 70er Jahren. Die Geschichte ist interessant, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Shalom ben Churin ist in Deutschland groß geworden. Und dann in der Verfolgungszeit, ich glaube 1938, nach Israel ausgewandert und hat dort eine jüdische Gemeinde gegründet, eine liberale Gemeinde, eine Reformgemeinde. Ich bin öfters mal dort gewesen, man ist dort immer noch als deutscher Gast sehr willkommen, weil sie haben immer noch die Liturgie auf Deutsch dort ausliegen für Gäste, weil sie eben doch sehr geprägt worden sind durch Shalom ben Churin und auch seine Frau, die vor einigen Jahren verstorben ist. Und er hat in den 70er Jahren ein Jesusbuch geschrieben und dann auch ein Paulusbuch. Und er war der erste jüdische Autor, der ein durchweg positives jüdisches Bild von Paulus gemalt hat. Und der tatsächlich auch gesagt hat, dass Paulus Zeit seines Lebens ein jüdischer Pharisäer geblieben ist. Vielleicht ein liberaler Diaspora-Pharisäer, aber ein jüdischer Pharisäer. Und das Interessante ist natürlich, wenn man hört, ein liberaler Diaspora-Jude, dann merkt man die eigene Biografie von Shalom ben Churin. Er vergleicht das auch. Er sagt, Paulus war so ein bisschen so wie ich. Der ist im Ausland groß geworden, ist geprägt worden durch das liberale Judentum des Auslands und dann aber sozusagen im Kern zum Judentum zurückgekehrt. Er schreibt, es gibt ein wissenschaftliches Dogma, das vor allem unter aufgeklärten Juden sehr verbreitet ist, aber heute auch unter Christen zahlreiche Anhänger findet. Jesus war und blieb Jude, Paulus aber vollzog den Schritt vom Judentum zum Christentum. Paulus also ist der Stifter des Christentums, nicht Jesus von Nazareth. Das ist die verbreitete Meinung. Jetzt schreibt er, ich glaube das nicht. Paulus ist Jude gewesen und geblieben. Das hat ihn nicht daran gehindert, seine Botschaft in die Völkerwelt zu tragen. Da haben wir den Juden mit Mission. In seiner Argumentation, in seiner Theologie und insbesondere auch in seiner Christologie, seiner Lehre vom Messias, ist er jüdischer Theologe geblieben. Das war in den 70er Jahren schon relativ revolutionär. Ein Jude, der den Messias verkündet, aber der als Jude an den Messias glaubt. Das ist das, was Shalom ben Churin schreibt. Wenn man in die Forschung guckt, kommt jetzt einen Schritt weiter, gibt es das, was eben offiziell unter dem Namen Neue Paulus-Perspektive bekannt geworden ist. Ich fasse das mal kurz zusammen. Es ging los mit einer kleinen Schrift von einem schwedischen Theologen, Bischof Christa Stendahl, der gesagt hat, der war Lutheraner, der hat gesagt, unser Paulusbild ist im Grunde mehr von Luther geprägt als vom Judentum. Luther hatte diese Kernfrage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er hat gesagt, diese Kernfrage ist eine typisch moderne europäische Frage, dass man auf das Ich guckt und so in sich hineinschaut. Er nannte das die Introspektive, ja, dass man sich selber so untersucht und dann fragt, wie kriege ich jetzt einen gnädigen Gott? Und er sagt, das war vermutlich nicht die Frage des Judentums. Wir werden uns das morgen noch anschauen, die Botschaft der Gnade im Judentum. Ja, da war nicht diese persönliche Perspektive wichtig, sondern die Frage, was tut Gott in der Welt mit seinem Volk, den Juden? Das war die Frage, die auch Paulus bewegt hat, die auch seine Botschaft vom Messias bewegt hat. Was ist die Bedeutung, dass der Messias gekommen ist? Was bedeutet das für die Welt? Das ist die große Frage. Naja, damit fing es also an, dass man sagt, diese persönliche Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott, das war nicht die Kernfrage des Paulus. Was war dann die Kernfrage? Da geht es ein bisschen weiter. Der nächste Name, der hier steht, ist Ed Sanders. Das war ein Theologieprofessor in Oxford. Der hat sehr eng mit einem jüdischen Lehrer in Oxford zusammengearbeitet, Gesa Vermesh. Das war einer der großen jüdischen Forscher.
Und er hat gesagt, ich möchte gerne von meinem jüdischen Kollegen mal verstehen, was Juden wirklich glaubten damals. Ich habe gesagt, ich als Christ habe ich immer gelernt, die Juden waren werkgerecht und wollten sich den Himmel verdienen und mussten immer sich in den Himmel arbeiten und konnten sich nie sicher sein, dass Gott ihnen auch wirklich gnädig ist. Ist das denn wirklich so gewesen? Und dann hat er sich mit seinem jüdischen Kollegen unterhalten und sie haben sich nochmal alte Texte angeschaut und sie haben herausgefunden, und morgen werde ich ein bisschen mehr darüber reden, dass das ja eigentlich, wenn man das Alte Testament ernst nimmt, wenn man die jüdischen Feste ernst nimmt, die jüdischen Schriften ernst nimmt, ist es eigentlich eine Verdrehung des Judentums, weil das Judentum eigentlich immer schon vom gnädigen Gott herkommt. Es ist der Gott des Alten Testamentes, der ein Gott der Gnade ist, der seinen Bund mit Israel schließt und der sagt, der Bund ist der Anfang. Ich schließe meinen Bund mit euch und dann sollt ihr auch gehorsam sein. Morgen, wie gesagt, dazu mehr, aber er nannte dieses Konzept den Bundesnomismus, Bundesgesetzlichkeit. Also ich halte nicht das Gesetz, um gerettet zu werden, sondern ich werde erst von Gott in seinen Bund hineingenommen und dann halte ich das Gesetz, weil ich zu Gottes Bund gehöre. Also wir haben das ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und N.T. Wright, der nächste Theologe, ging dann noch ein bisschen weiter und hat sich das auch, ein dickes Buch über Paulus geschrieben und hat auch diese Überschrift erfunden, eine neue Perspektive auf Paulus. Ich habe mal hier so ein Bild mitgebracht, dass das ein bisschen symbolisiert. Also der Versuch, ein authentischeres, historisches Bild von Paulus im Kontext des Judentums zu entwerfen. Ich habe da mal zwei Bilder von den sogenannten Qumran-Höhlen und den Qumran-Schriften. Die stehen ein bisschen sinnbildlich dafür, dass wir ja seit dem Zweiten Weltkrieg ein enormes zusätzliches Wissen über das Judentum haben, was wir vorher gar nicht hatten. Das heißt, unser altes Bild über das Judentum war einfach nicht so gut informiert. Warum? Weil wir durch Archäologie, durch Forschung, dadurch, dass es in Israel jetzt inzwischen viele Ausgrabungen gibt und man viele jüdische Texte gefunden hat, vor allen Dingen eine ganze jüdische Bibliothek in Qumran, weiß man viel, viel mehr über das Judentum. Und man kann sich ein sehr viel besseres Bild darüber machen, wie vielfältig auch das Judentum war. Und in dieses Bild kann man dann versuchen, Paulus hinein zu rekonstruieren. Das rechte ist ein Bild vom Landeskriminalamt in Düsseldorf. Das hat ein Forscher, Michael Hesemann, in Auftrag gegeben. Der hat gesagt, macht das doch mal so, wie ihr das so bei so Fahndungsbildern macht. Wie würde denn ein jüdischer Mann damals aussehen, der, ne? Und dann ist dieses Bild von Paulus rausgekommen. Also das steht so ein bisschen für den Versuch zu rekonstruieren. Ja? Also nochmal neu zu überlegen, wie könnte denn Paulus wirklich gewesen sein. Der letzte Name ist Magnanus. Der steht auch für eine ganze Gruppe von Forschern. Die nennen sich jetzt nicht die neue Paulus-Perspektive, sondern sie nennen sich die Radical New Perspective, die radikal neue Paulus-Perspektive. Und das hängt damit zusammen, dass sie sagen, uns ist das noch nicht radikal genug, was die Forscher der Welt jetzt so sagen. Magnanus ist selber Jude und lehrt aber an einer christlichen Universität über Bibel. Und er hat gesagt, ja, dass Paulus ein Jude ist, das haben wir inzwischen verstanden. Aber überall, wo ich lese, ist Paulus immer noch ein Jude, der nicht jüdisch lebt. Also man sagt, ja, Paulus glaubt zwar wie ein Jude, aber was ja wohl klar ist, ist, dass er sich nicht mehr als Jude verhalten hat. Also da geht es um die praktische Umsetzung. Hat Paulus noch jüdische Feste gefeiert? Hat Paulus Sabbat gefeiert oder Passa oder Pfingsten? Hat Paulus die Beschneidung gepredigt? Eine spannende Frage für Forscher ist, wenn Paulus Kinder gehabt hätte, hat er ja nicht, ja, hätte er sie beschneiden lassen? Hat Paulus sich an Speisegebote gehalten? Und da ist also, wo immer ich über dieses Thema, ich habe gerade letzten Dienstag wieder ein Seminar gehalten, auch mit Pfarrern zusammen, und habe das mal vorgestellt, und dann schlagen die Wellen sofort hoch, weil das ist wirklich den meisten Leuten zu revolutionär, weil das ist so ein Kern, den man meint, verstanden zu haben, wenn man irgendwas über Paulus verstanden hat, dass wir irgendwie, ja, man kann ja jüdisch an den Gott der Juden glauben, aber so zu leben, das geht doch nicht, ja. Und diese neue Gruppe sagt eben doch, wenn wir genau hinschauen im Neuen Testament, finden wir einen Torah-treuen Paulus,
einen Toratreuen Petrus, einen Toratreuen Jakobus, die haben ganz normal als Juden gelebt. Und es gibt auch keinen Grund, warum sie es nicht getan haben sollten. Sie wären sozusagen das, was wir heute modern die messianischen Juden nennen. Ja? Und insofern gibt es da auch eine spannende Brücke in die heutige Zeit, die wir dann uns auch noch anschauen werden. Ja, so kann sich das Blatt wenden. Vom Zerstörer des Judentums, der sich losreißt, der mit dem Kreuz das Judentum zertrümmert, hin zum Toratreuen Juden, der sogar sich treu an das Gesetz hält. Jetzt weiß ich nicht, was in Ihrem Kopf gerade vor sich geht, wo Sie sagen, okay, bis dahin kann ich mitgehen oder nicht. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und die Möglichkeit, ein paar Rückfragen zu stellen, und dann machen wir noch den zweiten Teil des Zettels. Ja? Vielen Dank schon mal fürs Zuhören.